dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, herzlich willkommen bei FCM TV. Florian Kahrt ist zurück. Florian, erstmal herzlich willkommen zurück beim 1. FC Magdeburg. Danke, Norman, danke. Ich freue mich. Ja, Florian, erzähl mal. Du bist jetzt ein Jahr erstmal bei uns als Leihgabe, wie schon vor 4 Jahren. Wie kam denn der Kontakt zustande? Ist es jetzt kurzfristig entstanden? Nee, also ich hatte ja wirklich eine schöne Zeit hier, das ist ja bekannt, und der Kontakt war eigentlich immer da. Es war bei mir wirklich so, dass ich halt jetzt auch ein paar schwierige Zeiten hinter mir hatte und einfach nicht so die Situation da war, dass es hätte nochmal funktionieren können. Jetzt diesen Sommer war die Situation da, dass es hätte funktionieren können, und jetzt freue ich mich, dass ich da sein kann. Ich kenne noch alles hier, ein paar neue Gesichter sind da, aber drumherum sieht alles noch genauso aus wie damals, und ja, es ist einfach schön, jetzt wieder da zu sein. Im Austausch im Vorfeld, bevor es jetzt nach Magdeburg ging, was habt ihr denn da so besprochen, beziehungsweise warum hat der FCM gesagt, okay, wir wollen nochmal mit Florian Kahrt gern zusammenarbeiten? Ja, wie gesagt, also dass generell beide Seiten gerne zusammenarbeiten würden nochmal, war schon eigentlich die ganze Zeit über klar, weil wir immer wieder in Kontakt waren. Aber es hat sich einfach nicht ergeben. Jetzt im Sommer war die Situation da, dass ich fit war und dass ich gesagt habe, wir brauchen eventuell noch jemand vorne. Und dass sie jetzt dann die Wahl auf mich gefallen ist, ist natürlich umso schöner. Und von daher würde ich sagen, ist es jetzt nichts, was irgendwie kurzfristig entstanden ist. Mit Blick auf die aktuelle Saison ist ja so, wir sind nicht so gut gestartet. Wie ist jetzt so dein erster Eindruck vom Team? Die erste Einheit liegt hinter dir. Was hast du jetzt so mitgenommen? Weil die Mannschaft hat sich ja natürlich seit damals auch ein bisschen verändert, ne? Ja, wie gesagt, das sind ja, Beckus ist noch da. Aber ansonsten sind alle Gesichter ja eigentlich neu. Ein paar Gesichter kenne ich aus einfach der Zeit im Fußball. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass hier irgendwie eine Weltuntergangsstimmung wäre. Die Stimmung ist gut. Wir haben erst einen Punkt, aber es sind auch noch viele Spiele zu spielen. Von daher wollen wir am Wochenende anfangen, welche dazu zu nehmen. Wie ist dein aktueller Zustand? Du hast ja gesagt, du warst jetzt auch eine Weile leider raus. Verletzungsbedingt gab es einige Probleme in der Freiburger Zeit jetzt. Beziehungsweise wie kannst du uns jetzt auch vielleicht kurzfristig helfen? Ja, ich glaube, zuerst mal bin ich jetzt wieder gesund und fit, und es ist schon mein Spiel ja auch über Kampf, über Leidenschaft. So einfach alles, was ich jetzt geben kann, momentan in meinem Zustand, dem Team dann zu geben, wenn es gefragt ist. Das ist das, was ich jetzt kurzfristig einbringen möchte. Und alles, was dann kommt, müssen wir einfach schauen, wie es sich entwickelt. Das ist ja jetzt schwierig abzusehen. Aber jetzt momentan möchte ich einfach das reinwerfen, was ich zu bieten habe, und der Mannschaft helfen. Florian, wir wünschen dir einen guten Start in dieser Woche, dass du natürlich möglichst schnell auch auf dem Platz stehen kannst, um der Mannschaft zu helfen und unserem Verein. Und erstmal alles Gute und vor allem verletzungsfreie Zeit bei uns. Dankeschön. Danke. Ja, wir begrüßen unseren Neuzugang Maximilian Franzke vom FC St. Pauli. Maxi, schön, dass du da bist, und erklär am besten gleich mal zum Einstieg ganz kurz, wie ist es zum Leihgeschäft gekommen? Was hat dich überzeugt? Welche Faktoren waren da ausschlaggebend? Erstmal vielen Dank für die herzlichen Worte. Die aktuelle Situation war so, dass ich noch 2 Jahre Vertrag bei St. Pauli hatte. Ich weiterhin einfach auf hohem Niveau professionelle Spielpraxis sammeln möchte. Und ja, dann kam hier die Anfrage aus Magdeburg. Ich hatte mit Herrn Kalnick dann schon länger Kontakt, und ja, deswegen bin ich jetzt froh, hier zu sein. Ja, du sprichst es gerade schon an, ja. Gestern ist es erst offiziell geworden, am letzten Tag des offenen Transferfensters, aber der Austausch bestand schon länger, ja? Ja, genau, der Kontakt war schon länger da. Ich denke, das waren gute Gespräche auch von der Seite von St. Pauli mit Herrn Bornemann und Herrn Kalnick. Deswegen, wie gesagt, ich bin froh, dass ich jetzt hier bin. Du bist gerade frisch in die Kabine gekommen, draußen wurde gerade die erste Einheit absolviert. Wie war dein Eindruck vom Team? Kennst du womöglich schon andere Spieler? Ja, ich habe mit Raphael Obermeier und Corby Burger eine kleine Vergangenheit bei Bayern 2 damals gehabt, deswegen waren da schon 1, 2 bekannte Gesichter dabei. Gestern habe ich dann den Flo kennengelernt, und ja, deswegen freue ich mich jetzt einfach auch, die anderen Kollegen noch kennenzulernen, klar. Stichwort Bayern 2, du bist vom FC Bayern München ausgebildet worden, dein Weg führte dich dann nach St. Pauli und nun nach Magdeburg. Erzähl mal ein bisschen was über deinen Werdegang, oder habe ich das schon alles benannt gerade? Ja, du hast das eigentlich schon ganz gut analysiert. Ich habe damals von der U11 bis zu U13 bei 60 München gespielt, bin dann quasi von der Grünwalder Straße rüber gewechselt zum FC Bayern München an die Sebener Straße, bin dann da quasi meine ganzen Jugendmannschaften durchgelaufen, durfte auch wertvolle Erfahrungen oben bei den Profis sammeln.
Ja, und dann kam damals das Angebot aus St. Pauli. Ich wollte einfach auch für meine Persönlichkeit einfach den Schritt mal so aus der Komfortzone rausmachen. Bin dann nach Hamburg gezogen, habe da quasi das erste Mal alleine auch gewohnt. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier und das ist wieder, sage ich, für die Vita auch einfach eine tolle Erfahrung. Dann verrat uns nochmal, was hast du denn in den vergangenen Jahren so groß vom 1. FC Magdeburg gehört? Ist dir irgendwas da in Erinnerung geblieben? Ja, ich glaube prinzipiell, das weiß jeder, die Fans hier. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt ansatzweise in der dritten Liga so eine Fankultur gibt. Ich glaube, das ist jedem Fußballer bekannt. Deswegen, ich freue mich einfach riesig auch, dann vor der Kulisse irgendwann spielen zu dürfen. Maxi, dann wünschen wir dir für deine Zeit hier bestmögliche Erfolge, ja, viele Einsatzzeiten und wir freuen uns auf dich. Dankeschön. Danke.